Reg dich ab! Mal sehen, ob ich hier auch was Interessantes finde. Ich bin schon mittendrin, aber es tut mir nicht leid. Ich muss einen Ausweg... Oh! Ramon! Ramon, bitte! Das ist privat, hör auf! Ich könnte dir noch... Hey, was spielt ihr denn da? Wirf's mir zu! Lack auf! Eloisa, bitte! Gib es mir zurück! Gib doch nicht auf, Mann! Wir machen doch nur Spaß! Ist da nichts dabei? Gib das her, Mann! Nein! Lass das, bitte! Nun gib's mir endlich zurück! Ja, ja, wer weiß, was da alles drin steht. Hast du vielleicht Angst, dass deine Geheimnisse durchs Fernsehen gelüftet werden? Wer weiß, was für irre Dinge dein Schatz da aufgeschrieben hat. Der Mann ist total abgedreht. So ein Quatsch. Was eigentlich, wenn seine Geheimnisse so richtig intim werden, Lucia? Na und? Unsere kleinen Geheimnisse sind jedenfalls nicht peinlich. Leute, hier spielt verrückt. Ja, der auch. Nein, ich meine, das ist doch logisch. Rodrigo mag's eben nicht, wenn jemand in seinen Privatsachen rumschnüffelt. Wer mag das schon? Oder? Ich war nicht mein Schwiegersohn unter die Schriftsteller gegangen. Na, am Schluss, jetzt haltet den Mund. Die Sendung geht gleich weiter. Man versteht ja kein Wort. Ach, lass doch. Ramon ist bereit, den Ball wieder abzugeben. Das Werfen gehört zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Cesar hat den Ball und gibt ihn zu Eloisa weiter. Die fängt ihn sicher drin. Das ist jetzt kein Spaß mehr. Also bitte, schaut auf das Spiel richtig in die Kreise. Oh mein Gott, das hab ich nicht gewollt. Das tut mir leid. Hopp, hopp, rüber in den Kaffeeladen, Mann. Nun beweg dich schon. Wir müssen doch die Reaktion der Leute dort zeigen. Ich will eine Wiederholung des Sturzes. Ja, okay, das Spiel geht in Ordnung. Jawohl. Mama, das ist der Furchtbar. Ist der tot? Nein, Mama, er hat sich nur schwer verletzt. Ach was, der ist eine Null. Wie kann einer nur so blöd fallen? Was für ein Esel. Der Mann ist einfach zu tollpatschig für sowas. Blödsinn, das ist doch nur passiert, weil alle auf meinen Rodrigo neidisch sind. Habt ihr nicht gesehen, dass Eloisa daran schuld ist? Die war das. Die hat Schuld. Der arme Kerl. Dasselbe ist der alten Frau im Dschungelcamp auch passiert. Sie hat sich gestoßen und ihr Team hat dadurch doch glatt verloren. Ja, aber wer hat der Tussi gesagt, dass sie sich einmischen soll? Das war doch nicht Rodrigos Schuld. Liebe Kandidatin. Hey, Ruhe. Danke. Hallo, Carlo. Hallo. Hallo. Ich möchte Ihnen gratulieren. Sie haben alle sehr gute Arbeit geleistet. Der Gewinner ist... das Team Ferienanlage. Dank Ihnen ist das Hotel jetzt sichtbar sauberer geworden. Und wenn Sie sich nur noch ein bisschen Mühe geben, verwandelt sich dieses alte Haus in das Hotel Real. Deswegen hat die Produktionsleitung auch vorhin beschlossen, dass Sie heute den ganzen Tag über das Wasser frei verfügen können. Ja, ja. Wunderbar. Die Verlierermannschaft, das Team Wellness, wird heute noch einen Kandidaten aus unserem Gewinnerteam auswählen, der dann in der nächsten Woche der Hoteldirektor ist. Ich bin ja gespannt, was Cesar für uns entscheidet. Diese Person erhält durch uns Immunität. Sie darf also in der nächsten Woche sämtliche Entscheidungen bezüglich des Hotels treffen. Alles verstanden? Ich freue mich nun, den ersten Hotelstern überreichen zu dürfen. Und den erhält natürlich das Team Ferienanlage. Ich beglückwünsche Sie alle. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Und dieser Stern dokumentiert noch einmal, dass Sie die Gewinner sind. Die Gewinner werden heute einen aus dem Verliererteam wählen. Diese Person ist die erste Nominierung für die Gastfreundlichkeitsprüfung. Und Sie wissen, welche Konsequenz diese Nominierung für denjenigen haben wird. Er kommt damit automatisch auf die Liste der Personen, die das Hotel verlassen. Hier ist das Hotel Real. Und hier lauert die Versuchung überall. Ich bin Carmen Morena und nach der Werbung geht's weiter. Da werden wir erfahren, wer der erste Nominierte dieser Woche sein wird. Bleiben Sie bei uns. Hör auf, mich zu hauen. Hör du doch auf. Mann, das tut weh. Du hast angefangen. Es reicht. Haltet den Mund. Ihr seid unmöglich. Guten Abend. Los, aussteigen. Kommt schon, raus. Habt ihr euch mal angesehen? Ihr seht völlig ramponiert aus. Kommt und benehmt euch. Guten Abend. Guten Abend. Wo möchten Sie denn hin, gnädige Frau? Sie kennen mich nicht. Ich bin Marta de Lopez. Die Frau des bekannten Produzenten, Anibal Lopez. Mein Mann erwartet mich zur Sendung der ersten Folge. Dürfen meine Kinder und ich nun endlich vorbei? Natürlich, gnädige Frau, es ist mir eine Ehre. Kommt, meine kleinen Engel, gehen wir. Endlich auf damit und benehmt euch mal.
wir fangen mit einer Einleitung an und dann zack rüber in die Abteilung Verschwörung. Was für eine Abteilung? Die Abteilung, also Sie müssen schon gute Arbeit leisten. Ich muss das auch, verstanden? Vicky? Vicky, seid ihr im Bistro soweit? Können wir endlich anfangen? Ja, Chef, alle sind bereit. Das ist klar. Die Leute hier spielen verrückt. Der Augenblick ist mehr als günstig. Also, schalten Sie zu mir um. Und? Chef, draußen wartet eine Dame auf Sie. Raphael, siehst du mich hier schlafen, tanzen oder meine Zeit etwa mit Schwachsinn verbringen? Nein, Chef. Dann stör mich nicht. Ich will mit keinem reden. Tut mir leid, Signora. Er hat jetzt keine Zeit. Carmen, es geht los. 5, 4, 3... Nach einer schwierigen Prüfung und nach ihrer Belohnung hatten die Kandidaten Zeit, sich über die Nominierung zu unterhalten und sich zu entscheiden. In wenigen Minuten werden wir das Ergebnis der Abstimmung in den einzelnen Teams hören und wir erfahren den Namen des ersten Nominierten der Woche. Valentina, ich schätze, dass du Diana für den ersten Gastfreundschaftstest vorschlagen wirst. Nein, ich finde, wir sollten sie noch nicht wegschicken. Ihr Putzen entlastet uns doch alle. Außerdem habe ich keinen Spaß mehr, wenn wir sie rauswählen. Ramon, hilf mir schnell, es wird kalt und ich muss mich umziehen, sonst erfriere ich vielleicht noch. Ja, aber sicher. Das ist wirklich nett von dir. Könntest du mal? Ja, was denn? Ah, komisches Ding. So, bitte sehr. Tja, okay. Danke. Gern geschehen. Diese Entscheidung hat Konsequenzen. Von ihr hängt unser Erfolg ab. Wir wollen bei der Entscheidung das Beste für unser Team. Verstanden? Klar, ich denke, wir sollten Diana rauswählen. Die alte Kuh ist doch wirklich unerträglich langweilig. Die treibt uns alle noch in den Wahnsinn, jedenfalls mich. Tut mir leid, versteh's nicht falsch. Hört auf damit, Leute. Das Einzige, was zählt, ist, dass wir zusammenbleiben. Und was das Wichtigste fürs Hotel ist. Tu mir einen Gefallen und... Steven, was suchst du denn hier? Erst war ich in der Kantine, aber da war mir langweilig und ich bin hierher und hab... Ja, und wo ist deine Mutter? Noch einen Whisky, aber bitte schnell. Hey, Ober, ich warte. Hey, ich bezahle auch dafür. Glauben Sie etwa, ich könnte nicht bezahlen? Hey. Salut. Du musst ordentlich essen, Kind. Sekunde. Ich komme gleich. Hallo, wie geht es Ihnen? Willkommen. Herzlich willkommen. Hallo. Guten Abend. Freut mich, dass Sie Hallo. Hier sind. Guten Abend. Ja, was machst du denn hier, Martha? Was soll das? Hallo, Annie. Hallo. Nimm das Tablette. Komm, gehen wir. Ja, ich werde euch den Sender zeigen. Ja, schnell, komm. Wow, die macht einen ja ganz verrückt. Ich hoffe, dass mich hier alle Kandidaten mögen. Ja, im Ernst, wirklich. Ich bin diejenige, die ihnen hilft, sich hier zurechtzufinden, die sich kümmert, die aufpasst, dass alles gut läuft und so. Ja, ich glaube, sie sehen in mir so etwas wie eine Art Mama. Und dadurch bringe ich sie sicher auf meine Seite. Gut. Schön, ich respektiere eure Ansichten über Diana. Aber vergesst nicht, bei der Gastfreundlichkeitsnominierung geht es um unsere Arbeit, wie gut sie gemacht wurde. Und Diana hat, soviel ich weiß, keinerlei Fehler gemacht. Also was soll das? Ich sag das nicht, weil sie meine Frau ist. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Hotel läuft. Und wir haben nur noch wenig Zeit. Wir müssen es ja wieder aufbauen. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber Rodrigo, der ist doch völlig durchgedreht. Er ist hingefallen. Er hat sich verletzt. Er hat sein Team gefährdet und dafür gesorgt, dass sie verlieren. Das ist gemein. Diana ist doch total langweilig. Wessen Schuld war das denn? Sie war echt nett. Das war Eloisa. Die ist schuld, dass er so brutal gefallen ist, oder? Ja. Dann sollte sie rausgewählt werden, oder etwa nicht? Ja, genau. Mag sein, ich verstehe euch. Doch damit würden wir wieder jemanden rauswählen, der nichts falsch gemacht hat. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Rodrigo das Wasser verschütten würde. Ich habe das nicht absichtlich getan. Ich möchte nicht weg von hier. Ich habe meinem Sohn versprochen, dass ich genügend Geld gewinnen werde, damit er sein Studium fortsetzen kann. Ich weiß, ich nerve etwas, das gebe ich ja zu. Aber ich will hier bleiben. Ich bin nämlich hergekommen, weil ich gewinnen will. Ja, im Ernst. Ich will das Geld gewinnen, damit ich meinem Sohn die Ausbildung bezahlen kann. Das ist die Wahrheit.
Er hat außer mir niemanden. Auf alle Fälle sollten wir ganz ehrlich sein. Ein Typ, der Koch ist und Tagebuch führt, also dem kann ich nicht vertrauen. Ich denke auch, wir sollten Rodrigo nominieren und dann kann man ja warten, wie das Publikum daraufhin entscheiden wird. So einfach ist das, oder? Ja, einverstanden. Nein, ich weiß, dass Sie mich nicht nominieren werden. Im Gegenteil, ich kriege sicher die Immunität oder so für die nächste Woche. Denn erstens bin ich für das andere Team keine Bedrohung. Zweitens, wenn ich nicht gewesen wäre, nicht wahr? Also, ihr wisst, ich habe den Jungs ja erst Bescheid gesagt wegen des Tagebuchs. Sonst hätten die doch keine Ahnung gehabt. Dann hätte Rodrigo sich niemals so schwer den Knöchel verstaucht, so wie das jetzt passiert ist. Oh, natürlich, das tut ja so schrecklich weh. Der arme Kerl, mein armer Kumpel, der tut mir wirklich leid. Ah, grauenvoll, sein Knöchel. Ist echt im Arsch. Mann, der verliert noch seine Chance, ja. Ich finde, wir sollten... Nein, hört mal zu, das ist kompletter Blödsinn. Rodrigos Bein wird schnell wieder okay sein. Immerhin hat er hier am härtesten geackert. Oh nein. Hört mal, er ist ein klasse Typ, kommt mit jedem klar. Und wie Mariaka schon gesagt hat, hat eigentlich Eloisa Schuld daran. Also ja, genau. Hier. Oh nein, das ist mir zu anstrengend. Ich weiß immer noch nicht, wer raus soll. Haltet die Klappe, Ruhe jetzt. Ich will zuhören. Die Sendung geht weiter. Du nervst. Oh, das ist viel. Mann, was machst du hier? Warum tust du mir das an? Wir hatten doch eine Vereinbarung, oder etwa nicht? Du hattest versprochen. Lieber, ich bin deine Frau und wir wollten mit dir gemeinsam deine Sendung sehen. Wenn wir nicht kommen, wer sollte es dann tun? Sag mir, dass du nicht mit Dr. Franco geredet hast. Und du hast auch niemandem gesagt, du hattest oder etwa doch. Kinder, seid doch mal leise, denn sonst werde ich noch wahnsinnig. Ich werde verrückt. Wieso machst du dir bloß so viele Sorgen? Komm mit und stell mich den anderen vor. Also, es wird langsam Zeit. Mach da, mein Schatz, mach da. Ich gebe dir alles, was du willst. Verlange alles, was du willst. Nur bitte geh. Foto von uns allen aus. Das reicht. Sei vorsichtig. Ich warne dich, Schatz. Wenn ich verrückt werde, dann drehe ich durch. Ich werde dich hier rausholen lassen und vor allen Leuten leugnen, dass ich dein Mann bin. Verstanden? Hörst du? Geh jetzt endlich, verschwinde von hier. Ich flehe dich an, geh endlich weg. Wie konntest du mir das nur antun, Martha? Denk doch nur an deine Kinder. Was müsstest du eigentlich tun? Was würde aus denen wohl werden? Was würde aus ihnen, wenn der Vater eines Tages über Nacht seine schöne Stellung verliert? Was habe ich denn jetzt schon wieder? Was wohl war es? Daran sieht man, dass du nicht mehr sehr oft in den Spiegel guckst, Martha. Guck bloß mal deine Haare an, dein Gesicht, dieses viele Make-up und dann dieses Kleid. Es wäre bei jedem Anlass passend gewesen, aber nicht hier und heute. Hast du dir die Leute hier angesehen? Alle sind sehr elegant. Und so verhalten sie sich auch, während du dem Kellner hinterherläufst und ihn um mehr Whisky anbettelst, mein Gott. Und was fällt dir ein, zwei kleine Kinder zu einer Cocktailparty mitzubringen? Das ist nur was für Erwachsene. Och, die zwei sehen doch so niedlich aus. Martha, verstehst du nicht, was ich dir sage, oder willst du mich nicht verstehen? Chef. Es ist unmöglich. Wir gehen in 10 Minuten live auf Sendung und Leals Freundin ruft alle 10 Minuten an. Sie will wissen, was mit ihm passiert ist. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Und sie sagt, sie will herkommen. Ich komme runter. Ich komme! Komm gleich, ja. Chef, stimmt was nicht? Nein, was soll denn nicht stimmen? Was stimmt nicht, hä? Was, Mann? Die Signora ist auf der falschen Party. Sie wollte eigentlich zum Bingo und ich wollte ihr gerade ein Taxi rufen. Alles klar, ich komme. In einer Minute. Ich warte draußen auf Sie. Ja, ich komme gleich in den Kontrollraum. Martha, tu mir einen Gefallen. Fahr bitte sofort wieder los, ja? Du wirst dir ein Taxi anhalten und dann nach Hause fahren. Wenn nicht, rufe ich deine Mama an. Und ich sage ihr, deine Tochter kehrt zurück. Mach schon mal Platz für sie, Mama. Beeil dich gefälligst und nimm deine Kinder hier gleich mit. Kommt, Kinder, wir gehen. Keine Sorge, es ist alles in bester Ordnung. Susanna, ich muss dich unbedingt was fragen. Was ist mit Rodrigo? Gibt's schon was Neues? Er war so schwer verletzt. Du wirst dich wohl niemals ändern, was? Hör mal, er ist auf dem Weg zu euch. Es geht ihm ausgezeichnet, wirklich. Wenn er rausgewählt werden würde, wärst du bestimmt am glücklichsten, nicht? Aber du solltest wenigstens so lange warten, bis sein Bein wieder gesund und die super Sendung zu Ende ist. Dann steht eurem Glück nichts mehr im Wege. Nein, ich wäre nicht glücklich. Begreifst du denn nicht, dass er gewinnen muss? Carmen, beeilen Sie sich. Wir sind gleich auf Sendung. Danke. Ich muss jetzt Schluss machen. Ciao. Beide Teams haben sich ausführlich beraten. Und wir werden von dem einen Team erfahren, wer der erste Nominierte ist. Und das andere, das wird uns sagen, wer als erster Hoteldirektor ist. Ab sofort darf einer von den Kandidaten hier von den anderen rausgewählt werden. Augenblick, ich höre gerade von der Leitung, dass da einer wieder zu uns zurückkommen will.